Das Thema Trense bzw. auch dann die Gebissauswahl, das ist ja ein Thema, was sich aus der Trensenbeschreibung dann ableitet, ist ja ein ganz, ganz wichtiges und manchmal schon vielleicht ein etwas überspitzt diskutiertes Thema. Denn wenn man sich die Menge und die Alternativen der Gebissvorschläge in den Reitsportgeschäften zum Teil oder auch auf den Reitveranstaltungen dann mal anschaut, das ist so mannigfaltig und so breit gestreut, dass man sich immer wieder die Frage stellen muss, ist es denn nun wirklich notwendig, so viele unterschiedliche Gebisse zu haben? Aber jeder hat so seine Idee dazu. Das Thema, was ich Ihnen heute mitgeben will, ist gar nicht unbedingt, welches Gebiss brauche ich, sondern ich will Ihnen Basisinfo mit herübergeben, wo Sie wirklich für sich entscheiden können, ist das, was ich da mache, überhaupt wirklich pferdegerecht, ja oder nein? Das ist für mich die Kernfrage und mit dieser Kernfrage würde ich mich gerne beschäftigen. Ich will auch natürlich Fragen zu einzelnen Gebissen gerne beantworten, aber versuchen Sie bitte, mich zu verstehen. Das Thema würde das wirklich komplett gesprengt werden, wenn ich jetzt über jedes Gebiss einzeln nochmal referieren würde. Die Auswirkungen von Gebiss und Trense. Ich denke, die Trense in seinen Bestandteilen ist sicherlich logisch und nachvollziehbar. Wir haben bei der Trense ein Grundkonstrukt, die also im Grunde genommen dafür verantwortlich ist, wie hier in dem Bild, das Gebiss im Maul, Sie sehen hier meinen Pfeil, das Gebiss im Maul des Pferdes in einer gewissen Form zu fixieren. Das ist die zentrale Aufgabe der Trense. Wenn wir also kein Backenstück und kein Genickstück hätten, wäre es einfach nicht möglich. Und der Stirnriemen ist an und für sich dafür da, dass dieses Genickstück nicht nach hinten rutscht. In vielen Fällen wird dieser Stirnriemen allerdings relativ eng angelegt, sodass im Grunde genommen dieses Genickstück dann an den Urgrund herangezogen wird. Das ist für viele Pferde sehr, sehr unangenehm. Und es gibt durchaus den einen oder anderen Reiter, der ein Kopfschlagen bei seinem Pferd beklagt. Und die Antwort darauf relativ einfach zu finden ist, nicht weil das Pferd irgendwelche Zahnveränderungen hat, nicht weil es irgendwelchen Genickschmerz hat, sondern weil einfach der Stirnriemen zu kurz ist und damit im Endeffekt das Genickstück zu nah an den Urgrund herangezogen wird. Das Pferd hat sehr bewegliche Ohren. Diese Ohren können sich also wirklich fast einmal um sich selbst drehen. Und diese Beweglichkeit hat eine gewisse Basis. Das ist der Ohrgrund, das sind die Ohrknorpel. Und diese Grundstruktur muss einen gewissen Spielraum haben, um sich wirklich schmerzfrei bewegen zu können. Diese Backenstöcke, wie gesagt, fixieren dann das Gebiss im Maul und die ideale Position des Gebisses, so heißt es immer so schön, sollte so sein, dass eine ganz kleine Falte, und die Falte ist jetzt hier direkt oberhalb dieses Gebisses zu finden, sich eine ganz kleine Falte bildet. Dann positioniert sich das Gebiss stabil in der Maulspalte und damit im Endeffekt an der richtigen Stelle. Ich möchte jetzt so ein bisschen auf, ich sage mal, anatomische Voraussetzungen aufgehen, denn die gehören einfach dazu, damit wir ein gewisses Grundverständnis bekommen, wie so eine Trense tatsächlich idealerweise anzupassen ist. Sie sehen diesen Pferdekopf hier und in diesem Pferdekopf sind braune Strukturen eingemalt. Diese braunen Strukturen sind die Nerven. Das sind Nervenstränge, die also im Grunde genommen hier von dem Zeichner eingezeichnet wurden, die sich entlang entweder am Oberkiefer entwickeln, beziehungsweise auch im Bereich des Unterkiefers entwickeln. Der größte Teil dieser Nervenstränge läuft innerhalb der Knochenstrukturen, das heißt also nicht oberflächlich. Und Sie sehen hier, wo mein Pfeil ist, ist ein kleines Loch, das signalisiert ein Loch im Kiefer, hier im Unterkiefer, wo dann diese Nerven an die Oberfläche, sprich also zwischen Haut und Knochen heraustreten. Das gleiche gilt für den Oberkiefer. Kiefer. Auch hier ist ein Loch, wo wirklich diese Passage von Nerven auf die Oberflächenstruktur des Kopfes dann am Prinzip wirklich funktionieren. Diese beiden gehört es wirklich genau zu erkennen und zu wissen und die Position zu kennen, denn nur wer die kennt, kann im Prinzip auch darauf Rücksicht nehmen. Ich komme im Einzelfall noch auf diese Einzelstrukturen zurück. Ich möchte Ihnen nur jetzt einfach zu Beginn einige Basisinformationen geben, sodass wir nachher wirklich alle den gleichen Kenntnisstand haben. Ein ganz wichtiger Teil ist die Kaumuskulatur. Die Kaumuskulatur des Pferdes, das ist ja ein riesengroßer Muskel, Sie sehen es hier im Bild, der im Grunde genommen natürlich, wie der Name schon sagt, die Aufgabe hat, die Pferde oder die Kaumechanik beim Pferd zu machen. Und das Pferd ist ja nun ein sehr intensiver Kauer, denn das Pferd muss sein Futter, sein Getreide, sein Heu
Durch Zermahlen so weit vergrößern in der Angriffsfläche, dass es verdaulich wird. Wenn dieser Muskel nicht so kräftig ausgebildet würde, würde das Pferd niemals sich so in Anführungsstrichen leicht ernähren lassen, wie es sich im Moment ernähren lässt. Dazu gehört natürlich ich sag mal, gelenkige Verbindung zwischen den beiden Mahlsteinen, nenne ich es mal. Und der Mahlstein oben ist der Oberkiefer, der Mahlstein unten ist der Unterkiefer. Und die Verbindung zwischen dem oberen und dem unteren Mahlstein sind die Kiefergelenke. Sie sehen hier im Bild, ich habe sie Ihnen extra mitgebracht, das zeigen, da ist die Verbindung, die gelenkige Verbindung zwischen Ober- und Unterkiefer. Wir müssen diese Strukturen kennen, denn durch alleine das Verschnallen des Reithalfters grenzen wir oder engen wir die Beweglichkeiten ein und das darf nur bis zu einem gewissen Grad passieren. Das Pferd muss immer einen gewissen Komfort haben. Ohne einen Komfort sind die Pferde nicht in der Lage und auch nicht willens, die heute doch häufig ziemlich anspruchsvollen sportlichen Anforderungen entsprechend auch zu bewältigen. Das Kiefergelenk, wenn man sich das jetzt hier nochmal anschaut, nur damit wir wirklich alle die Position gut erkennen, ist, wenn man sich das einfach mal vom rechnerischen her dann anschaut, etwa 5 cm hinter dem hinteren Augenwinkel. Es ist, wenn man sich hier diese Linie anschaut, das ist die Linie zwischen dem Oberkiefer Kieferzahn in dem Unterkieferzahn, also genau die Bissfläche, da nochmal 6 cm etwa oberhalb dieser Linie. Das heißt also, genau in diesem Viereck zwischen der Kauleiste, der hinteren Begrenzung, dann zum Kiefergelenk hoch und dem hinteren Augenwinkel ist die bewegliche Einheit zwischen Oberkiefer und Unterkiefer. Der Unterkiefer selbst wird natürlich eben aktiv durch den Kaumuskel, ich sag mal, bewegt. Und dieser Kaumuskel bewegt ja einen sehr, sehr großen Kau oder ein großes Kauorgan, den Unterkiefer. Und das ist ein irrsinniger Hebel. Und dieser Hebel wirkt natürlich sehr intensiv. Das heißt, wir haben dort eine massive mechanische Rotation, Beweglichkeit des Kiefers, nicht nur gegeneinander, sondern auch so ein ganz klein bisschen in einer Seitenverschiebung. Also tatsächlich in einer gewissen Mahlsteinfunktion. Damit man diese Mahlsteinfunktion noch ein bisschen besser eingrenzen kann, habe ich Ihnen noch mal ein Bild mitgegeben, wie man ein Pferd oder wie diese Kaubewegung ist. Die Kaubewegung läuft also sowohl rechts als auch links rotierend, also in einer gewissen Seiten- und natürlich auch Schließbewegung des Kiefers. Diese Bewegung hat für das Pferd eine, ich sag mal, eher sekundäre Bedeutung, wenn es ums Reiten geht. Die wichtigere Bedeutung beim Reiten ist, dass der Unterkiefer in seiner Beweglichkeit nicht nur zur Seite, sondern auch minimal nach vorne beweglich ist. Also ein gewisses Gelenkspiel des Kiefergelenkes gibt es. Und dieses Gelenkspiel, ich habe es hier versucht, mit dem roten Pfeil Ihnen einmal zu zeigen, heißt, der Unterkiefer schiebt zurück und fällt nach vorne, je nachdem, in welchem Anlehnungsgrad und welcher Stellung der Nasenrücken des Pferdes ist. Ist der Nasenrücken des Pferdes sehr in die Senkrechte hinein, rutscht der Unterkiefer etwas nach vorne, ist der Nasenrücken etwas gerader, rutscht der Unterkiefer wieder etwas rückwärts. So, in dieser Funktion, Sie sehen hier den Pfeil, bewegt sich dann der Unterkiefer aus dem Gelenk, wenn das Pferd am Zügel steht, durchs Genick geht, an der Senkrechten ist mit seinem Nasenrücken. Neben diesen Beweglichkeiten haben wir dann ganz besondere anatomische Situationen. Und das hier, was Sie hier sehen, ist die sogenannte Gaumenarterie. Die Gaumenarterie, da werden Sie sagen, was geht das oder was hat das mit der Trensen- und der Gebisssituation zu tun? Diese Gaumenarterie, Sie sehen es hier sehr schön, die verläuft im Grunde genommen genau zwischen den Oberkieferzähnen läuft allerdings auch in den Bereich hinein, wo unser Gebiss ist. Haben wir ein Gebiss, was eventuell scharfkantig ist, oder wir haben ein Gebiss, zum Beispiel ein Löffelgebiss aus Metall, was einfach relativ breit ist, gerade so zwischen die Zähne passt und durchaus mal im ein oder anderen Situation verkanten kann, je nachdem, wie stark man tatsächlich einseitig mit der Zügelhilfe einwirkt, dann kann so ein Löffel tatsächlich auch mal in den Oberkiefer so ein bisschen hineindrücken und im Einzelfall sogar schon mal so eine Gaumenarterie verletzen. Das darf nicht passieren, aber aus dem Grunde erzähle ich es Ihnen, damit Sie diese anatomischen Variationen kennen. Wichtig ist natürlich, und das ist ein wesentlicher Faktor, sind die Zähne. Sie sehen also im Grunde genommen, die Zähne des Pferdes sind ja nicht überall, am ganzen Kiefer, sondern sie sind im Grunde genommen auch
Moment, ich muss mal einmal gerade meinen grünen Pfeil holen. Sie sind auch im Grunde da, genau hier zwischen den entsprechenden Bereichen, wo das Gebiss liegt, nicht vorhanden. Das heißt also im Grunde genommen, wir haben glücklicherweise im Pferdemaul die Situation, dass wir also einen Bereich haben, wo das Gebiss liegt, aber im Grunde genommen hier keine Futterzerkleinerung stattfindet. Das heißt also, keine Kauflächen vorhanden sind. Sie sehen aber, und das habe ich Ihnen gleich nochmal mitgebracht, dass diese Zähne nicht unbedingt immer ganz gleich sind, sondern dass es dort auch Besonderheiten gibt, nämlich zusätzliche kleine Zähnchen, die durchaus im Einzelfall den, ich sag mal, den Sitz oder die Positionierung oder die Beweglichkeit des Gebisses im Maul eingrenzen oder auch im Prinzip behindern können. Und dazu gehört der Hakenzahn. Der Hakenzahn, Sie sehen das hier mit C angezeichnet bei mir im Bild. Das ist der im Prinzip der Zahn, den die meisten Hengste und Wallache haben, aber auch einzelne Stuten. Man nennt es ja auch unter anderem den Hengst- oder Wallachzahn. Dieser Zahn ist zwar sehr weit vorne liegend, aber es gibt durchaus einzelne Pferde, bei denen diese Position des Hakenzahnes deutlich weiter hinten ist als hier im Bild. Und in diesen Einzelfällen kann, gerade wenn man das Gebiss anzieht oder dass die Trense anzieht oder auch auszieht, es passieren, dass das Gebiss sich sozusagen zwischen diesen Hakenzähnen so ein bisschen verklemmt und die Pferde dann so ein bisschen panisch beim Gebiss ausziehen, vor allen Dingen mit dem Kopf zurückrennen. Das heißt, solche Dinge sollte man berücksichtigen und sollte gegebenenfalls diese Hakenzähne auch eventuell kürzen. Das kann man sehr schön, sodass im Prinzip die nicht sozusagen als Störfaktor dann innerhalb des Mauls beim Trense ausziehen oder anziehen im Weg sind. Der viel problematischere Zahn ist der sogenannte Wolfszahn. Das ist ein kleiner Zahn, der zum Teil sehr spitz sein kann und der sozusagen als eine kleine Restzahnanlage vor dem ersten echten Backenzahn liegt. Dieser Wolfszahn kann, wenn die Maulspalte des Pferdes relativ lang ist und das Gebiss dadurch relativ weit nach hinten positioniert ist, durchaus auch mal in den Bereich der Kontaktfläche zwischen Gebiss und diesem Zahn kommen. Und dadurch haben wir natürlich auch durchaus im Einzelfall mal kleine schmerzhafte Situationen, wenn das harte, metallene Gebiss gegen den weichen Zahn oder gegen den, Entschuldigung, nicht weichen, aber sensiblen Zahn kommt und dadurch im Prinzip natürlich eine Schmerzreaktion kommt. Also, das heißt, wenn wir ein Pferd haben, was also eine gewisse Sensibilität hat, das Gebiss im Prinzip nicht wirklich zufrieden annimmt, dann sollte man zumindest die Situation der Zähne überprüfen, sowohl der Hakenzähne als auch der entsprechenden Wolfszähne. Sind sie da, wie hier in diesem Fall, dann ist es im Prinzip natürlich eine Situation, die man beurteilen muss, gegebenenfalls die entsprechenden Wolfszähne entfernen. Sie sehen die roten Kreise, das sind also ganz kleine Zähnchen, die im Grunde genommen genau an dem Ende dieses intermolaren Spalts sind, also zwischen den Zähnen befindlichen freien Raum und die in dem Moment natürlich mit dem Gebiss interagieren, wenn gerade die Maulspalte ein bisschen länger ist als beim Durchschnittswert. Passiert relativ häufig, gibt auch häufig mal Probleme. Ein ganz, ganz wesentlicher anatomischer oder eine anatomische Konstruktion im Bereich des Maules des Pferdes ist natürlich die Zunge. Die Zunge ist ein großer Muskel, er ist mit Schleimhaut überzogen, hochsensibel, erfüllt einen großen Teil der Unterkiefer- bzw. Oberkieferregion aus, also im Grunde genommen die gesamte Maulhöhle. Und das ist ganz wichtig, die Zunge ist nicht nur Zungenmuskel, sondern hat auch ein gewisses Skelett. Und dieses Skelett, das sind die sogenannten Zungenbeine. Die Zungenbeine sind sehr sensibel und sind sehr ganz kleine, ganz feine Knöchelchen. Die sind zwar sehr gut geschützt durch diese Muskelmasse der Zunge, aber bei massiver Manipulation kann es ganz schnell mal zu einem Bruch dieser Zungenbeine kommen. Das tut den Pferden dann zum Teil relativ stark weh, die fressen schlecht, die haben natürlich Schmerz im Maul und das muss man realisieren, um dann gegebenenfalls entsprechend einmal zu diagnostizieren und dann zum zweiten entsprechende Maßnahmen einzuleiten, dass es auch wieder abheilt. Ganz wichtig ist die Zunge in Verbindung mit der sogenannten Unterhaltsmuskulatur. Wir nennen es auch die Zungenstreckermuskulatur. Die Zunge hat eine Verbindung dazu. Das heißt also im Grunde, sie werden gerade bei Pferden, die eine, ich sag mal, relativ schlechte Rittigkeit haben, eine starke Unterhalts, ich sag mal, Position
Positionierung bekommen oder haben, auch immer wieder die Pferde haben, die entweder extrem viel mit der Zunge spielen, teilweise auch die Zunge übers Gebiss ziehen, also im Grunde genommen ein, ich sag mal, geringgradig komfortable Maulsituation haben. Also wir versuchen auch aus dem Grunde, die Pferde möglichst entspannt in die Tiefe zu reiten, die Zungen oder die Zungenstreckermuskulatur dadurch zu entlasten und damit das Pferd im Maul zufriedener zu machen. Das ist leichter gesagt als getan. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich will Ihnen auch jetzt hier an für sich nur die Idealsituation so ein bisschen skizzieren, sodass wir so ein klein bisschen auch wissen, im Einzelfall, wenn die Situation für das Pferd nicht komfortabel ist, wir realisieren, dem Pferd geht es nicht gut, wir haben keine Zufriedenheit beim Reiten, einfach mal das Spektrum darzustellen, was kann denn überhaupt das Problem sein? Vor allen Dingen, was kann es an versteckten Problemen geben? Wir gucken jetzt mal in das Maul des Pferdes hinein. Sie sehen hier die Oberkiefer und die Unterkiefer so ein klein bisschen versetzt. Die Oberkiefer sind etwas breiter angelegt, liegen auch etwas weiter. Die Unterkieferzähne etwas schmaler, auch etwas enger in der Zusammenstellung. Und hier ist dann die Zunge drin und so können Sie sich vorstellen, dass also die gesamte Maulhöhle durch diese riesige Zunge ausgefüllt ist und die Zunge, die ja nun weiß Gott ein durch Nerven innerviertes Muskulaturstruktkonstrukt ist, natürlich auch eine entsprechend sensible Einheit darstellt. Das war so ein bisschen die Anatomie drumherum, so dass wir zumindest mal einen gewissen Eingang haben in unser Thema. Herr Puscher, haben wir eine Frage, die wir vielleicht jetzt zwischenzeitlich mal beantworten können. Genau. Viola lässt fragen oder fragt ganz genau, kann der Wolfszahn, den Sie eben gerade auch im Skelett beschrieben haben, nur an dieser einen Stelle wachsen oder noch an anderen Positionen im Maul? Also ist es eine genetische Verursachung oder ist es auch ja, der Situation des jeweiligen Pferdes auch manchmal geschuldet, genetische Anlage oder wie auch immer? Also grundsätzlich müssen wir sagen, ist es gar nicht unbedingt abnormal, dass ein Pferd einen Wolfszahn hat. Wir zum Beispiel haben 7 Molare. Der Hund hat 7 Molare, 7, nicht Molare, Prämolare, 4 Prämolare und 3 Molare. Also ich sag mal 7 Backenzähne. Das Pferd hat im Grunde genommen nur 6 Backenzähne und es kommt immer noch mal wieder eine Veranlagung durch. Ja, das heißt also, die für viele andere Wirbeltiere typische und ganz reguläre Veranlagung ist hier sogar eher etwas gekürzt. Aus dem Grunde kommt es überhaupt zur Ausbildung eines Wolfszahnes. Und ich gebe Viola recht, dieser Wolfszahn sitzt nicht immer ganz genau an dieser Stelle. Er kann natürlich auch mal ein Stückchen weiter vorne sitzen. Er kann auch mal als ein sogenannter verdeckter oder schlafender Wolfszahn unterhalb der Schleimhautlinie sitzen. Das heißt also, wenn man in das Maul hineinfasst, spürt man ihn fast gar nicht oder man spürt ihn überhaupt nicht. Man stellt ihn zum Beispiel erst fest, indem man wirklich die Schleimhaut da, wo das Gebiss ist, so ein bisschen drückt, also den Gaumen oder das Zahnfleisch an dieser Stelle so ein klein bisschen provoziert oder indem man ein Röntgenbild anfertigt und dann sieht man natürlich auch eine vielleicht etwas anders gelegene Zahnanlage eines Wolfszahnes. Das gibt es sehr wohl, ist natürlich sehr, sehr tückisch, weil ganz häufig eben nicht zu sehen, auch manchmal nicht zu fühlen, sondern eben erst im Röntgenbild erkennbar. Eine weitere Frage noch, Herr Dr. Kehling. Susanne Ziel fragt, ist das eher wahrscheinlich, dass Zungenfehler von Wolfszahn und Co., wie sie sagt, kommen und nicht unbedingt an harter Hand liegen? Die Wahrscheinlichkeit liegt auf beiden Seiten. Also wenn Sie ein Pferd haben, was ein wirklich gutes Maul hat, keine Haken auf den Zähnen, keinen Wolfszahn, keine spitzen Kanten irgendwo sonst durch irgendwelche auch knöcherne Zubildungen, dann kann es natürlich sein, dass das Pferd trotzdem nicht komfortabel im Maul ist, weil es eben von einem Reiter geritten wird, wie auf unserer Karikatur hier, der vielleicht nicht ganz so feinfühlig ist in der Hand. Genauso umgekehrt, es kann ein ganz feinfühlig reitender Reiter ein Pferd haben, was unzufrieden im Maul ist, und dann kann es eben irgendeine anatomische Besonderheit haben, das eben zu dieser Schmerzhaftigkeit führt. Wir müssen nur alles kennen, das ist ja unsere Situation hier, damit wir dann wirklich auch nach dem Ausschlussverfahren beim Pferd erstmal schauen, ist dort ein Fehler vorhanden, den wir vielleicht beheben können oder der dafür verantwortlich ist. Und wir müssen natürlich, und das ist natürlich ein permanenter Prozess, immer an unserer Hilfengebung und an unserer feinen Hilfengebung arbeiten. Ich denke, das kann man gar nicht fein genug haben. Okay, das waren die zwei Fragen bisher, Herr Dr. Kreling.
Ja, vielen Dank, Herr Puscher. Wir gehen mal weiter in unserem Thema. Und ich gehe mal an die Zäumung und seine Bestandteile. Wir wissen ja so ein bisschen jetzt vom Pferd, was da so die anatomischen Voraussetzungen sind. Und jetzt gehen wir mal an das Thema Zäumung und wie gesagt Bestandteile. Und ich komme ganz zu Beginn erstmal an das Thema Reithalfter. Wir haben ja neben der Gebiss, ich sage mal, Befestigung durch das Backenstück und das Genickstück und das und ja auch den Stirnriemen, Kehlriemen, haben wir ja die Reithalfter. Ob das jetzt ein englisches Reithalfter ist, ein hannoversches, ob das ein schwedisches oder mexikanisches ist, ist im Grunde genommen erstmal für mich nicht ganz ausschlaggebend, sondern mir geht es einmal um die Funktion. Warum braucht überhaupt eine Trense ein Reithalfter? Ich habe das schon in sehr vielen Veranstaltungen in das Auditorium hineingefragt und es kamen alle möglichen Antworten bis hin zum, das sieht schön aus, das war immer schon so, mein Pferdekopf wirkt dadurch etwas kleiner oder ich brauche das, dass mein Pferd sich im Maul nicht so viel bewegt. Also wir haben alle möglichen Argumente, doch es ist häufig so, dass die meisten gar nicht unbedingt wissen, wofür brauchen wir denn eigentlich einen Reithalfter. Aber wir müssen die Funktion wissen, damit wir überhaupt einmal die Einstellung, die Festigkeit und so weiter auch wirklich qualitativ beurteilen können. Ich habe Ihnen hier nicht ohne Grund ein Bild wieder mitgebracht, auf dem der Kaumuskel aufgezeichnet ist. Der Kaumuskel ist übrigens der Grund, warum wir überhaupt einen Reithalfter brauchen. Warum ist das so? Wenn Sie sich den Kaumuskel angucken, ist der Kaumuskel dafür da, das Maul zu schließen, also im Grunde genommen Futter zu drücken, zu quetschen, zu zerkleinern. Und dann wieder sozusagen durch einfach ein Lockerlassen fällt dann das Maul wieder auf oder wird das Maul wieder geöffnet. Das Pferd kann neues Futter aufnehmen und es kommt wieder zu einer Kontraktion des Muskels. Jetzt wollen wir mal von dem Fressen weggehen und gehen zum Reiten. Was passiert? Das Pferd bekommt ein Gebiss ins Maul. Der Reiter nimmt den Zügel auf und gibt Druck, und zwar Druck auf den Unterkiefer. Es kommt also zu einem Öffnen, zu einem Wegziehen des Unterkiefers vom Oberkiefer. Was macht der Kaumuskel reflektorisch, der dafür verantwortlich ist, die Maulspalte zu schließen? Er versucht, das Maul zu schließen, also den Kiefer wieder zu oder den Unterkiefer an den Oberkiefer zu schließen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, das geht natürlich die ganze Zeit so. Das Pferd heißt also, der Reiter sitzt da und hat also einen permanenten Zug oder löst einen permanenten Zug auf das Maul des Pferdes aus. Das muss nicht fest sein, das kann gefühlvoll sein, aber es ist ein Zug. Und der Kaumuskel versucht also die ganze Zeit, diesen Zug sozusagen zu kompensieren und das Maul zu schließen. Dafür ist der Kaumuskel nicht ausgelegt. Der Kaumuskel ist dafür ausgelegt, zu schließen, zu öffnen, zu schließen, zu öffnen. Also in einer gewissen Regelmäßigkeit zu spannen und zu entspannen. Das ist ich sag mal, Ausdauerläufer oder Ausdauermuskel, sondern ist im Prinzip ein Sprinter. Das heißt also zumachen, loslassen, entspannen, zumachen, loslassen, entspannen. Wenn er nun permanent Spannung hat, dieser Muskel, dann wird dieser Muskel ganz schnell müde. Er wird überlastet. Und wir haben in dem Moment häufig, und das kann man sehen bei vielen jungen Pferden, die manchmal mit einem entweder ohne Reithalfter oder mit einem sehr, sehr lockeren Reithalfter geritten werden, dass die Pferde anfangen, mit dem Maul immer wieder auf und zuzumachen. Das ist eine ganz typische Reaktion, weil der Muskel, dieser Kaumuskel, ermüdet und er versucht durch dieses Loslassen und wieder Zuschließen seine Durchblutung, seine Regeneration, seine Zirkulation wieder zu ermöglichen. Dieser Kaumuskel muss entlastet werden. Aus dem Grunde haben wir einen Reithalfter. Dieses Reithalfter fixiert also den Oberkiefer an den Unterkiefer oder umgekehrt den Unterkiefer besser an den Oberkiefer, sodass der Kaumuskel nicht permanent diese Lastaufnahme oder beziehungsweise diesen Schließreflex sozusagen ausüben muss. Das heißt aber nicht, dass wir die Beweglichkeit des Maules oder des Kiefers, des Unterkiefers gegen den Oberkiefer total unterbrechen wollen. Das wäre vollkommen falsch interpretiert. Das Reithalfter ist dafür da, nur für die Entlastung eben dieser Kaumuskelstrukturen. So, und diese Reithalfter, man sieht es hier, kann man einmal als kombiniertes Reithalfter hier im Moment hier ein englisches, beziehungsweise man könnte es natürlich auch als hannoversches Reithalfter danach höher interpretieren, indem man den, ich sag mal, den oberen Riemen dann weglässt. Also im Grunde genommen die Aufgabe dieses Reithalfters, wie gesagt, immer das gleiche.
Wichtig ist, dass wir das Reithalfter nicht zu fest dran machen. Ich habe nachher noch ein paar Bilder dazu, damit wir wieder die Anatomie, die wir ja vorhin ja gelernt haben, auch wieder in Verbindung bringen mit der praktischen Anwendung. Es ging mir jetzt hier einfach mal um die eigentliche Funktion des Reithalfters. Warum brauchen wir es und was ist der wesentliche Faktor? Jetzt gehen wir weiter und überlegen mal, dieser Komfort, wann ist Komfort da, beziehungsweise wann verlässt dieses Anspannen des Reithalfers die Komfortzone? Das ist relativ einfach. Wenn Sie also einem Pferd das Gebiss oder diesen Reithalfter zumachen und Sie haben eine, ich sag mal doch, lockere Spannung. Ganz schwieriges Wort, kann jeder aber, der das schon mal gemacht hat, der so einen Reithalfter schon mal angemacht hat, sicherlich gut verstehen. Sie haben einen leichten, ganz leichte, relativ drucklose Verbindung zwischen Oberkiefer und Unterkiefer. Dann ist es in etwa so, dass Sie, wenn Sie auf den Nasenrücken des Pferdes bei geschlossenem Maul gehen, so in etwa 2 Finger breit zwischen den Nasenrücken und und das Reithalfter bekommen. Nun kann der eine oder andere sagen, naja, meine Tochter hat natürlich ganz andere Finger als ich. Das ist auch nicht so, dass ich sage, das müssen immer diese 2 Finger sein, sondern es gibt durchaus Pferde, die haben einen ganz großen Schädel, einen breiten Schädel. Die Druckverteilung ist bei einem breiten Schädel deutlich besser als bei einem Pferd mit einem ganz schmalen Schädel. Das heißt also, wenn der breite Schädel ein bisschen mehr Spannung hat zum Beispiel, ist es nicht ganz so schlimm. Wenn der schmale Schädel mit einem schmalen Nasenrücken relativ viel Spannung hat oder die gleiche Spannung hat, ist es für das Pferd deutlich unangenehmer. Die Aufgabe von uns Reitern ist es, nicht nach, ich sag mal, Schema F zu handeln, sondern diesen Wohlfühlfaktor beim Pferd immer noch so ein klein bisschen durch das entsprechende Gespür wirklich zu fühlen. Das kann nicht erreicht werden, indem man das richtig festzieht oder sogar mit einer Umlenkrolle festzurrt, das Reithalfter. Das ist mit Sicherheit eine falsche Interpretation. Wir müssen immer sehen, dass wir eben an den Punkt kommen, wo wir die biologische Funktion, die das Reithalfter ja hat, Fixation Unterkiefer zu Oberkiefer auch wirklich erfüllt, ohne dabei dem Pferd die Blutzirkulation, die Nerven, beziehungsweise auch einen gewissen Freiheit in der Beweglichkeit des Unterkiefers zu ermöglichen. Das sind so die 3 Kriterien, die wichtig sind. So, wenn wir jetzt wieder auf das Gebiss gehen, wir hatten das Reithalfter, wir gehen jetzt auf das Gebiss und nehmen jetzt mal die Zunge und die Zähne hatten wir eben besprochen, einfach mal ein Gebiss in diesen Bereich hinein, in dieses Maul hinein, wo wir es ja auch normalerweise haben, das Trensengebiss. Dann haben wir natürlich immer eine Interaktion zwischen dem Trensengebiss. Sie sehen jetzt hier auch den Zahn vorne, den Hakenzahn. Je nach Größe des Gebisses kann das durchaus auch mal da eine Berührung kommen. Sie sehen die Nähe zum Wolfszahn und Sie sehen natürlich auch die Nähe zur Zunge. Ja, also es ist ganz wichtig, dass die Dicke des Gebisses sich so ein bisschen auch nach den Gegebenheiten des Pferdes richtet. Wenn wir ein Pferd haben mit einem schmalen Kiefer, mit einer dicken Zunge, mit einer sehr ausgeprägten Zunge, wenn wir dem natürlich noch ein dickes Gebiss in das Maul hineinlegen und dann noch das Reithalfter zuziehen, dann ist das bestimmt keine komfortable Situation. Also, wir müssen die Gesamtheit der anatomischen Voraussetzungen mit betrachten, um dann die Entscheidung zu treffen, mit welchem Gebiss reiten wir dieses Pferd. So, und jetzt haben wir natürlich auch Gebisse, die eben nicht nur ein Gebiss im Maul des Pferdes haben, sondern durchaus auch mal 2. Das ist das natürlich wesentlich sensiblere. Das heißt also, wir haben im Grunde unheimlich viel Material in der Maulhöhle drin. Und auch da oder gerade da muss man natürlich schauen, dass die Dicke der Gebisse sich so ein bisschen nach der Größe des Pferdes richtet. Und wenn wir heute diese blutgeprägten Pferde haben, die ja im Grunde genommen eher diese schmale, feine, grazile Unter- und Oberkiefersituation haben und häufig auch noch dazu eine relativ groß ausgeprägte Zungenstruktur, dann müssen wir natürlich auch immer mal wieder auf die kleineren und auch im Querschnitt etwas dünneren Gebisse zurück. Das Problem ist, dass sich so ein bisschen, ich sag mal, die mehr über die Jahrzehnte getragen hat, dass je dünner das Gebiss, desto schärfer das Gebiss. Ich sag mal, das ist aber nicht das einzige Kriterium. Wir müssen hier mehr uns danach richten, wie sieht das tatsächlich im Pferdemaul aus und dementsprechend auch die Gebissstärke, die Gebissbreite und natürlich auch die Gebissmenge, ja, hier Kadarre und Unterlegtrense entsprechend entscheiden.
Wenn wir uns das jetzt mal in der Kiefersituation angucken und gucken mal, wie sieht denn das Gebiss da nochmal aus? Welche Interaktionen kann das Gebiss hier haben? Also wie gesagt, ich habe ihn hier nochmal aufgezeichnet. Die beiden Pfeile jetzt, die ins Bild gekommen sind, zeigen die Wolfszähne, Entschuldigung, die Hakenzähne, die Wallachzähne. Und dann haben wir hier hinten die beiden Wolfszähnchen. Das ist ein Röntgenbild eines Kiefers, eines Pferdes. Und wenn Sie dann das Gebiss ideal positionieren, dann sollte das möglichst sowohl Platz nach vorne an die Hakenzähne als auch Platz nach hinten an die sogenannten Wolfszähne haben. So, das Gebiss bewegt sich sicherlich ein bisschen hin und her. Nur das heißt also, in der Ruheposition wäre es natürlich verkehrt, das Gebiss so weit nach hinten zu schnallen, dass es schon von alleine an die Wolfszähne kommt. Wenn wir dann noch die Einwirkung des Reiters dazu addieren, dann tut das sicherlich nicht unbedingt dem Pferd so gut. Von der anderen Position haben wir dann einfach den Blick ins Maul von vorne. Sie sehen hier auch wieder die Zunge zwischen den Zähnen. Das Bild hatte ich eben schon. Und wir nehmen jetzt einfach mal das einfach gebrochene Gebiss. Und dieses einfach gebrochene Gebiss hat ja in der Mitte, und zwar über der Zunge, ein Scharnier. Das ist auch wirklich vernünftig, denn dieses Scharnier hilft ja in dem Moment, den Druck so ein bisschen zu neutralisieren und damit im Endeffekt der Zunge so ein bisschen Freiheit zu genehmigen. Wenn das jetzt eine Stange ist, sieht das gleich ganz anders aus, das habe ich aber gleich im Bild. Das Thema ist natürlich, wenn jetzt dieses Gebiss durch den Reiter maximal manipuliert wird, also wirklich maximal an diesem Gebiss gezogen wird und das ist leider häufig der Fall, das Gebiss vielleicht auch noch relativ sehr groß ist, also relativ lang ist für dieses Pferd, dann haben wir ganz schnell den Effekt, dass die Zunge trotzdem ein bisschen eingeklemmt wird, aber, und das ist viel schlimmer, durch eine feste Zuschnallung das Gebiss oder dass die Kiefer so weit zusammengedrückt werden, dass sie kaum Spielraum haben über der Zunge und das Gebiss dann tatsächlich in den oberen Gaumen hineindrücken kann. Der andere Effekt, den wir erreichen, ist, dass wenn wir richtig diese langen Schenkel anziehen, dann sehen Sie die zweiten Pfeile, wir rechts und links sowohl die Zunge als auch dann die Kieferknochen des Pferdes am Unterkiefer einzwängen. Und wir sprachen immer vom Nussknacker-Effekt, den muss man heute vielleicht ein bisschen relativieren, aber im Grunde genommen ist so eine gewisse Art von Nussknacker-Effekt immer noch da. Speziell bei Reitern, und wir hatten das die Frage eben, harte Hand und hier im Speziellen bei einem Gebiss, was der Maulspalte, der Maulbreite des Pferdes nicht entspricht und sogar dann etwas länger ist. Die Hebelwirkung ist dann im Prinzip extrem stark. Es gibt natürlich neben dem, ich sag mal, gebrochenen, ob das jetzt einfach oder doppelt gebrochenes Gebiss ist, das möchte ich jetzt nicht noch dazu bringen. Das ist das Grundprinzip, bleibt ähnlich, sicherlich beim doppelt gebrochenen Gebiss etwas abgeschwächter. Wir haben hier das starre Gebiss, das heißt die Stange. Und die Stange hat natürlich verschiedene Effekte, die wir natürlich gegenüber dem gebrochenen Gebiss einfach mal zur Kenntnis nehmen müssen. Mit der Stange wirken wir direkt auf die Zunge. Und Pferde mit einer großen Zungenanlage und einer sensiblen Zunge, vor allen Dingen dann, wenn sie noch Kanten auf den Zähnen haben, reagieren natürlich deutlich schmerzhaft. Was macht man? Man hat im Prinzip auch den Effekt, wenn man einseitig zieht, dass wir dadurch natürlich auch auf die entsprechende Lade, auf den Unterkiefer wirken. Das gilt für beide Seiten. Aber im Gegenzug dazu haben wir dann im Grunde genommen auch, Sie sehen den grünen Pfeil jetzt auf beiden Seiten, dass also im Grunde genommen, wenn wir auf der einen Seite das Gebiss annehmen und es nach unten geht, auf der anderen Seite es gegen den Oberkiefer drückt. Also eine Stange ist sicherlich ein Gebiss, eine Gebissart, die sicher von einem sehr, sehr gefühlvollen Reiter zu bedienen ist. Und ein Reiter mit einer vielleicht noch nicht so geübten Hand und einer relativ unkontrollierten Zügelführung damit sicherlich nicht gut beraten ist. Ich habe hier im Bild nochmal dieses blaue Halbkreis. Dieser blaue Halbkreis zeigt im Grunde genommen eine Grundstruktur, eine sogenannte Zungenfreiheit, die wir bei vielen starren Gebissen haben, die sicherlich sehr pferdefreundlich ist, die nämlich den Bereich der Zunge etwas ausspannt und damit im Endeffekt der Zunge, wie der Name schon sagt, etwas mehr Freiheit einräumt, reduziert die schmerzhaften und unangenehmen Effekte des Gebisses und ist sicherlich bei jedem starren Gebiss oder zumindest bei jedem metallenen starren Gebiss eine eher gute Verbesserung der Situation. Herr Puscher, wir haben so zwischendrin immer mal so die Chance, die ein oder andere Frage vielleicht aktuell
zu dem Thema, was wir gerade angesprochen haben, zu beantworten. Gibt es was, was wir da im Moment gerade jetzt einschieben können? Genau. Es purzeln jetzt jede Menge Fragen schon tatsächlich rein. Eine Frage, die mich sehr interessant fand, die Frage kommt von Susanne. Sie sagt, sie hat ein Pferd, ein 3,5-jähriger Friese. Der kennt noch kein Trensengebiss, sondern nur einen gebisslosen Kappzaum. Wenn man jetzt quasi das erste Mal mit einem Gebiss arbeitet bei einem Pferd, worauf sollte man da achten? Ist es die Physiognomie? Was ist da aus Ihrer Erfahrung heraus besonders wichtig? Ja, also das Gebiss ist grundsätzlich etwas, was das Pferd ja nicht physiologischerweise kennt oder damit vertraut ist. Also ich persönlich würde so ein Gebiss ruhig drauf machen und das Pferd durchaus erstmal damit führen. Also ich würde mich nicht draufsetzen und gleich das Gebiss annehmen und im Grunde genommen dann mit dem Gebiss versuchen zu manipulieren. Was ich sehr, sehr gut, ich sag mal, bei den Pferden, die vielleicht da auch gewisse Gewöhnungsschwierigkeiten haben, sehr, sehr gute Erfahrung mit habe, ist, dass man die gebisslose Zäumung mit der Gebisszäumung kombiniert am Anfang. Das heißt also im Grunde genommen, man versucht das Gebiss ins Maul zu nehmen. Wir versuchen auch gleichzeitig die Zäumung, die das Pferd vielleicht am Anfang hatte, eben die gebisslose Zäumung, gleichzeitig dem Pferd sozusagen auf den Kopf zu machen, sodass wir im Grunde genommen ich sag mal, mit unterschiedlicher Gewichtung vielleicht am Anfang etwas mehr die gebisslose Zäumung nutzen und immer mal das Gebiss dazunehmen, so allmählich übergehen in diese, ich sag mal, Reiterei mit dem Gebiss. Das ist eine Möglichkeit, die sicherlich eine ganz pferdegerechte Situation ist. Ich muss dazu sagen, es gibt ganz viele Pferde, die überhaupt gar kein Problem mit dem Gebiss haben, die vielleicht schon mit dem Gebiss geführt wurden, die also irgendwelche Erfahrungswerte haben, zum Beispiel Junghengste, die vorgeführt wurden, wo also das Gebiss eine Selbstverständlichkeit geworden ist und die dann beim Anreiten das Gebiss auch als selbstverständlich akzeptieren. Also von der Einzelsituation sicherlich sehr abhängig. Wir haben noch eine weitere Anzahl von Fragen, aber ich glaube, da kommen wir auch im Verlauf des Webinars noch mit dazu. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Ihre Fragen jetzt gerade nicht beantwortet werden, dann sparen wir uns die nämlich auf für eine weitere Fragerunde, weil Sie dann noch ein paar mehr Vorinformationen haben und sich das vielleicht besser im Kontext ergibt. Erstmal vielen Dank und ich mache mich wieder stumm. Vielen Dank, Herr Puscher. Wir kommen nochmal auf die Situation des Reithalfters. Reithalfter, wie gesagt, in verschiedensten Formen. Auch da müssen wir schauen, dass das Reithalfter natürlich so verschnallt ist, dass es die Strukturen unterstützt und nicht schädigt. Das ist immer unser Thema. Wir wollen versuchen, mit den Strukturen, die wir dem Pferd auf den Kopf schnallen, wirklich zu helfen, zu unterstützen, die Verbindung zwischen Reiter und Pferd zu erleichtern, aber trotzdem den Komfort des Pferdes mit Sicherheit zu erhalten. Das Problem, was wir im Moment haben, ist, und da werden Sie mir recht geben müssen, wir schnallen im Re relativ viel Leder auf das Pferd. Wir haben auch, glaube ich, im Moment noch nicht so das ideale Maß überall, dass wir also da wirklich an der biologischen, am Grundfeste nicht wackeln, sondern wir machen das relativ stark auch im Interesse des Reiters. Das heißt also, habe ich ein Pferd, was relativ wenig durchlässig ist, dann schnalle ich etwas fester zu, reduziere damit natürlich die Beweglichkeit des Kiefers, reduziere auch im Prinzip häufig den Gegendruck im Maul, reduziere auch den reiterlichen Aufwand. Nur das kann natürlich das Ziel des Ganzen nicht sein, sondern wir wollen versuchen, tatsächlich das Pferd nicht von hinten aufzutäumen, sondern von vorne, wie es so schön sprichwörtlich heißt. Wir wollen versuchen, wirklich auch die Trense so zu nutzen, dass wir, wenn wir unter extremen Bedingungen es tatsächlich mal so hätten, dass wir im Grunde genommen gar keine Trense mehr hätten, es sei denn, gibt ja mal vielleicht im Einzelfall den Fall, dass wir das Pferd auch tatsächlich dann vielleicht nur mit dem Strick noch arbeiten könnten, dann haben wir sicherlich ein Pferd, das gelernt hat, auf unsere Hilfen in toto vernünftig zu reagieren und nicht immer nur mit der Zwangsmaßnahme entsprechend da reduziert wird auf ein paar Befehlsempfänge. Ich sagte Ihnen vorhin schon, und das war so die Kombination jetzt. Wir haben einmal anatomische Voraussetzungen, wir haben aber dann auch natürlich die Hilfsmittel, die wir brauchen, um unsere Pferde tatsächlich beim Reiten etwas komfortabler und ihn stabiler zu machen. Und wir müssen, wenn wir die Reithalfter auflegen, immer darauf achten, dass wir doch eine ganze Menge Strukturen haben, die wir durch das Anlegen des Reithalfters und das Festschnallen des Reithalfters irgendwo in irgendeiner Form beeinflussen können. Und das ist einmal am Oberkiefer, Sie sehen hier den roten Pfeil, der Ausgang eines relativ dicken Nervenstranges auf die Oberfläche.
Und Sie sehen, an dieser Position kommen wir ganz schnell mal in die Region, wo auch ein Reithalfter sitzen kann. Und wir haben dann am Unterkiefer etwas weiter nach vorne liegend, Richtung Maulöffnung, auch eine solche Öffnung, wo eben ein Nerv aus der Schädelkalotte, also aus dem soliden Knochen heraus, auf die Oberfläche heraustritt. Wenn wir vorne, aber es gibt durchaus auch mal die ein oder andere Situation, wo die Kinnkette auch in den Bereich dieses blauen Pfeiles kommen könnte. Also Vorsicht! Wichtig bei der Kinnkette, und das ist eine ganz, ganz klare Maßgabe, das ist auch eine Vorgabe für die Turnierreiter, aber es wird leider Gottes manchmal im Training bei manchen Reitern vergessen, die Kinnkette nur auf den Unterkiefer dieses entsprechenden Nerven, die Nervenenden dort nicht entsprechend komprimieren und damit im Endeffekt auch reizen. Dann haben wir das englische Reithalfter, das deutlich weiter zurückliegt, auch schon in die Nähe des Loches kommt im Knochen, wo wir also im Prinzip diesen Ausgang haben am Oberkiefer, wo wirklich ein relativ dicker Nervenstrang rauskommt. Und wenn das Reithalfter direkt darüber geschnallt ist, kann es wirklich für das Pferd sehr, sehr unangenehm und schmerzhaft sein. Und da müssen wir aufpassen, es gibt das eine oder andere gebisslose Zäumung, die also zum Teil relativ nah an diesem Loch vorbeiläuft. Das ist meine Beobachtung. Die sind alle relativ hochgeschnallt. Und gerade beim Hackamore, wo auch ein gewisser Hebel ja dann doch wirklich einwirkt, da müssen wir natürlich ganz, ganz vorsichtig sein, dass wir nicht genau weg diese Zäumung anbringen, denn dann kann es natürlich punktuell ziemlich schmerzhaft werden, wenn wir dem Pferd dieses Hackamore entsprechend anziehen durch die Reiterfaust. Ein wichtiges Thema noch, wenn wir also das Gebiss oder das Maul so weit zuschnallen, dass also im Endeffekt kaum noch Beweglichkeit da ist. Bei diesem Bild ist es sicherlich ein bisschen extrem. Sie sehen den Pfeil, dann verhindern wir natürlich durch die nicht immer glatte Grundsituation der Kaufläche, dass der Unterkiefer nach vorne rutschen kann. Was passiert, wenn das Reithalfter jetzt entsprechend fest zusammengezogen ist? Es kommt zu einem Gegendruck im Bereich des Kiefergelenkes und dieses Kiefergelenk, ich habe es hier nochmal mit dem roten Pfeil angezeigt, wird schmerzhaft. Ja, das heißt also, der Kiefer kann dem Druck nach vorne nicht mehr entweichen. Es kommt zu einer Blockade des Kiefergelenkes. Das Kiefergelenk kriegt Druck und dieser Druck führt natürlich dann zum Schmerz des Pferdes. Viele Pferde reagieren jetzt mit Kopfschlagen. Ein ganz, ganz typisches Symptom. Selbst bei weichster Zügelführung kann solch eine Verschnallung dazu führen, dass das Pferd eben einen fehlenden Komfort hat. Nun haben wir nicht nur das Reithalfter, sondern wir haben natürlich auch das Gebiss im Maul des Pferdes. Und das Gebiss im Maul des Pferdes muss fixiert werden. Ich sagte Ihnen vorhin schon, einmal mit dem Backenstück, das über das Genick miteinander verbunden ist und natürlich auch dann mit dem Stirnriemen. Wie gesagt, nochmal die Bitte, achten Sie darauf, dass der Stirnriemen nach Möglichkeit wirklich locker ist. Ja, also ein lockerer Stirnriemen ist das, was wir im Prinzip haben wollen. Im Grunde genommen ist so ein Stirnriemen ohnehin oft nur eine, ich sag mal, kosmetische Einheit. Die wenigsten Trensen rutschen nach hinten. Also insofern versuchen Sie, Ihre Kosmetik da auch ruhig zu positionieren. Da gibt es ja die tollsten, ich sag mal, Schmuckstücke, die Sie da auf die Stirnriemen bringen können. Das Wichtigste dabei ist, dass dieses Schmuckstück nicht zu eng ist. So, und dann haben wir natürlich den Kehlriemen. Der Kehlriemen, eine ganz wesentliche Situation. Ich sage mal, häufig ist der Kehlriemen viel zu festgeschnallt. Bei einem festgeschnallten Kehlriemen kommt es dann dazu, dass die Pferde, die durchs Genick gehen, und der Kehlriemen sich dann zwischen den Unterkiefer und sozusagen den Hals quetscht, dann auch tatsächlich für das Pferd unangenehm ist. Speziell Pferde mit einem sehr kurzen Hals, mit einer relativ stark ausgeprägten Ganasche, die haben da häufig doch ziemliche Probleme mit. Für diejenigen, die schon mal in der Wiener Hofreitschule waren oder sich vielleicht auch schon mal irgendein Video oder einen Film angeschaut haben, denen wird aufgefallen sein, dass diese Reiter ohne den Kehlriemen reiten. Die brauchen diesen Kehlriemen nicht. Ich denke auch nicht, dass der sehr viel ausmacht bei unserem Reiten. Aber dieser Kehlriemen ist durch diese Pferdekonstrukt, die sehr, sehr stark und sehr eng geritten werden, häufig sehr stark hinderlich. Da ist im Prinzip der Kehlriemen einfach weggelassen worden. Im Grunde genommen, ich persönlich habe auch Erfahrungen gemacht, dass der Kehlriemen im Grunde genommen nicht wirklich fixiert. Selbst wenn ich mal, ich sage mal, es auch passiert, schon mal kopfüber gegangen bin, dann habe ich tatsächlich in dem Wassergraben, vor dem das Pferd gestoppt hatte, dann tatsächlich selbst mit Trense gesessen und der Kehlriemen, der noch festgeschlossen war, ist trotzdem drüber gerutscht. Also ich denke, so richtig
Helfen kann er nicht. Und wenn wir ihn so festmachen, dass er helfen könnte, dann ist er für das Pferd in der Anlehnungsphase häufig dann doch zu stramm. Die Situation Gebisse ist jetzt nicht nur, wie funktioniere, wie fixiere ich das Gebiss, sondern ist natürlich die Frage, welches Gebiss nehme ich. Auch das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dieses Gebiss wirkt nicht alleine nur dadurch, dass wir das Gebiss annehmen und dadurch im Endeffekt auf das Maul wirken, sondern das Gebiss wirkt auch dadurch, dass wir durch das Herannehmen des Pferdes, durch das Durchstellen des Pferdes an die Senkrechte, einen gewissen, ich sag mal, Zug auf die kleinen Stellmuskeln, auf das lange Rücken-Nackenband im Bereich des Hinterhauptes des Pferdes haben. Und da sehen Sie hier am roten Pfeil. An dieser Stelle kommt es natürlich zu einer relativen Zugbelastung und Sie sehen hier den Hebel, den sozusagen der Reiter durch das Einwirken auf das Pferdemaul sozusagen ausübt. Wir haben oben in dem Genickbereich eine relativ kurze Strecke zwischen Genick und diesen Ansätzen der kleinen Stellmuskeln und der zweite Hebel ist, wie gesagt, vom Genick ausgehend an das Maul. Das ist hier die grüne Zeile. Das heißt also im Grunde genommen, der lange Hebel des Kopfes, der bis zum Genick geht, und der kurze Hebel, der sozusagen oben die Ansatzstelle der kleinen Stellmuskeln, also des Neigen des Kopfes, des Nicken des Kopfes und des Drehen des Kopfes macht, die sind im Grunde genommen haben ein großes Unverhältnis. Und der Reiter mit seiner Wirkung, mit seinem Zügel, wenn er also am Maul zieht, wirkt eben auf diesen kleinen Winkel da oder auf diesen kleinen Hebel ein. Eine massive Zugbelastung, die wir also im Grunde genommen auch mit berücksichtigen müssen, wenn wir jetzt ein zum Beispiel scharfes Gebiss einschnallen oder sogar mit einem Hilfszügel, wie zum Beispiel einem Schlaufzügel reiten. Ein Pferd, was sich stark wehrt, was wir also mit Kraft des Schlaufzügels in die Tiefe zwingen, bei dem ziehen wir sozusagen massiv an diesen kleinen Stellmuskeln. Und was passiert? Es kommt zu kleinen Muskelzerreißungen, zu kleinen Verkalkungsstrukturen und es kommt auch zu Schwellungen in diesem Bereich. Und das ist leider Gottes die Praxis eines Sportmediziners oder Sporttierarztes wie bei mir. Ich sehe diese Dinge fast täglich. Und das ist eine Sache, die darf nicht passieren. Wir müssen einfach, gerade was das angeht, uns deutlich verbessern. Wir müssen einfach die Anlehnung des Pferdes deutlich sensibilisieren. Wir müssen uns mehr auf ich sag mal, auf das tiergerechte, pferdegerechte Reiten konzentrieren und nicht mehr immer auf die standardgemäße, ich sag mal, Durchstellen des Pferdes, ohne das Pferd mit entsprechend einzubeziehen. So, wenn wir jetzt an den Reiter gehen, werden Sie sagen, ach, bei mir ist das gar nicht so schlimm. Ich als Reiter bin ja ein Reiter mit einer sehr, sehr gefühlvollen Hand. Und wir haben das mal gemessen. Ein Reiter mit einer gefühlvollen Hand, der hat immer mal zwischendrin 2 Kilo in der Hand. Das ist jetzt nicht sehr viel. Und Sie werden mir recht geben, 2 Kilo ist ja nicht ist ja nicht ganz, keine schwere Last, die Sie ertragen müssen. Und das Pferd hat ja nicht immer eine ganz ruhige Position. Der Reiter hat auch nicht immer eine ganz ruhige Position. 2 Kilo sind ganz schnell beim feinsten Reiter erreicht. So, das Problem ist, der Durchschnittsreiter hat nicht 2 Kilo, sondern 15 Kilo. Nicht die ganze Zeit, aber immer mal in der Wendung, beim Durchparieren und so weiter. Und bei 15 Kilo kommen im Prinzip, Entschuldigung, bei 15 Kilo kommen etwa hier oben zwischen 50 und 90 Kilo Zugkraft an. Das heißt also, da ist eine massive Zugverstärkung da und diese Zugverstärkung wird von kleinen Muskeln, die so etwa 10, 12 Zentimeter lang sind, gehalten. Und das kann natürlich so ein Muskel auf Dauer nicht kompensieren und er degeneriert. Das zeigt aber im Grunde genommen dann, dass diese Reiterei, die wir in dem Moment mit dem Pferd anstellen, im Grunde genommen nicht pferdegerecht ist. Es kann nicht so sein, dass das Reiten zum Schaden des Pferdes nachher gerät. So, und wenn wir jetzt im Grunde uns über diese ganze Hebelfunktion einfach mal Gedanken machen, dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie komfortabel kann das Gebiss im Maul des Pferdes denn eigentlich sein? Denn das ist ja ein wesentliches Ding. Das Pferd, wenn wir das Maul in ein Gebiss ins Pferdemaul hineintun, dann ist das ja erstmal ein Fremdkörper. Und Sie können sich vorstellen, dass nicht jedem Pferd so ein kaltes Eisen im Maul gefällt. Und darüber haben sich natürlich auch viele, viele Gedanken gemacht, haben gesagt, okay, wir wollen den Komfort, den wir jetzt durch eine weiche Hand und eine entsprechende Entlastung des Genickes auch tatsächlich so weit transportieren und verbessern, dass wir ein Pferd haben, was sich im Maul wirklich wohlfühlt.
Und da gibt es verschiedenste Ansätze. Da gibt es zum Beispiel das Aurigan. Das Aurigan ist also eine Legierung. Das ist im Prinzip ein Metall, ein Metalleisen. Bei diesem Metalleisen hat man versucht, die Vorteile des Kupfers zu nutzen. Kupfer ist ein Metall, was im Grunde genommen oxidiert. Wenn Sie kennen zum Beispiel die Dächer von irgendwelchen alten Kirchen, die mit Kupfer sozusagen, Kupferblech beschlagen sind, die werden im Laufe der Zeit aus einem, ich sag mal, dunklen Gold, wird dort ein Grünspan. Und das ist im Prinzip eine Folge von Oxidation. Und Oxidation von Metall, und in dem Moment ist es das Kupfer, führt dazu, dass das Ganze für das Pferd angenehmer ist. Es hat einen gewissen süßlichen Geschmack. Nun ist Kupfer alleine, ich sag mal, ganz schwierig zu verarbeiten und auch im Prinzip stabil zu halten. Und in der Regel wird Kupfer dann, die Kupfergebisse sind in der Regel mit Nickel versehen. Das Problem, was wir bei Nickel haben, ist, dass viele Pferde wie Menschen auch auf Nickel reagieren, manche sogar allergisch reagieren. Und dann hat also im Prinzip, das war damals die Firma Sprenger, die also so ein Kupfergebiss gemacht hat und nicht den das Kupfer nicht mit Nickel, sondern mit Silizium verbunden hat, also einem wenig reaktiven anderen Metall. Und dieser Legierung Kupfer Silizium entstand dann das Aurigan. Für das Pferd sehr viel angenehmer als das kalte Edelstahl. Edelstahl ist ein kaltes und im Prinzip, ich sage mal, totes Material. Das Pferd hat ein Edelstahlgebiss im Maul und das Pferd hat im Prinzip einen toten Gegenstand im Maul, während sich das Aurigan oder das Kupfer im Aurigan durch die Oxidation so ein bisschen süßlich anschmeckt, also im Prinzip wesentlich lebendiger ist. Es gibt neben dem Aurigan das Argentan. Das Argentan ist im Prinzip nichts anderes als ein handelsüblicher Stahl oder ein Edelmetall. Das ist die Verbindung Kupfer, Nickel und Zink. Also dort ist der Nickelanteil drin, Zink ist mit drin, ist eine gewisse stabile Situation, wesentlich angenehmer, aber wie gesagt, angenehmer als Edelstahl, hat den Nachteil, dass eben mit dem Nickel dort auch die ein oder anderen Pferde drauf reagieren. Nun haben wir neben diesen Aurigan Argentan auch reine Kupfergebisse. Die reinen Kupfergebisse, die sind häufig unheimlich angenehm. Die Pferde nehmen sie sehr, sehr gern an. Die sind sehr aktiv im Maul, weil eben dieser oxidative Prozess dort abläuft. Nur das Kupfer ist sehr weich. Und es ist häufig so, dass die Pferde relativ schnell so ein Kupfergebiss durchgebissen haben, weil es einfach von der Stabilität her nicht reicht. Also Kupfer sicherlich sehr schön, aber aufgrund der fehlenden Stabilität ein bisschen schwierig. Und da hat sich dann auch irgendwann ein Herr Nate wohl die Gedanken gemacht, wie kann ich denn die negativen Effekte eines Metalls im Maul neutralisieren, und hat dann im Prinzip einen Kunststoff entwickelt, und zwar einen Kunststoff, der beim Draufbeißen nicht auffasert. Also im Grunde genommen kein, ich sage mal so ein polymerer Kunststoff, sondern ein Monomer, also im Grunde genommen relativ stabiler Kunststoff, der also auch bei, ich sage mal, Draufbeißen, bei Abnutzung relativ glatt in seiner Oberfläche bleibt. Das ist eine echte Alternative. Viele Pferde, die also mit Stahl, mit Metall, mit Kupfer und so weiter nicht zurechtkommen, die vielleicht eine Nickelallergie haben, können häufig mit Nate dann wesentlich zufriedener sein. Das klassische Gebiss ist Edelstahlgebiss. Warum nehmen wir Edelstahl? Ist die Frage. Wenn wir das hören, das sind ja doch viele Vorteile, was die anderen Metalle angeht. Edelstahl ist immer sauber, ist immer clean. Das heißt, wir spülen es einmal ab und wir haben immer wieder ein sauberes Gebiss. Und wir sind ja immer, und wir wollen ja immer dieses sterile, saubere haben. Aber Edelstahl ist tot. Edelstahl hat überhaupt keinen Oxidationsprozess, deshalb ist es ja so sauber. Es hat überhaupt keinen Geschmack für das Pferd. Es ist im Prinzip eine Substanz, die wir zwar alle nutzen, die meisten Pferde damit auch kein Problem haben, aber wenn wir die Pferde fragen würden, würden die sagen, ich hätte lieber gerne so ein gammeliges Gebiss, wie zum Beispiel ein Eisengebiss, also ein Eisen, ganz normales Eisen, nicht behandeltes Eisen. Das wird rostig. Das sieht nicht schön aus, das fühlt sich auch vielleicht nicht schön an, aber das Pferd wird wahrscheinlich sagen, Mensch, ich habe lieber das Eisengebiss als das Edelstahlgebiss. Also im Grunde genommen eine Überlegung wert. Wir sind so an die Edelstahlgebisse gewöhnt, dass wir im Prinzip es gar nicht mehr in Frage stellen, aber wir sollten es im Einzelfall vielleicht mal tun. Dann gibt es viele, die sagen, ich habe aber ein Gummigebiss, das ist ja ganz fein, das Gummigebiss ist nicht immer so, denn wenn Gummi nass wird, und das ist ja beim Speichel des Pferdes der Fall, dann gibt es Reibeeffekte, die sind nicht unbedingt immer gut fürs Pferd, sind nicht immer besonders weich. Also ich würde mit Gummi immer sehr vorsichtig umgehen. Ich persönlich halte dann eher ein Kunststoffgebiss für das Bessere. Und das, was wirklich in vielen Fällen dann funktioniert, wenn die Pferde vor allen Dingen in der Lefze
ganz empfindlich reagieren. Wir haben manche Pferde, die also trotz ganz weicher Hand, trotz vorsichtiger Schnallung, mit perfekter Positionierung des Gebisses immer wieder wunde Lefzen bekommen. Da kann man versuchen, durchaus mal mit einem Ledergebiss zu arbeiten. Leder, wenn es warm wird und wenn es feucht wird, ist ein biologisches Material. Damit können die Pferde wirklich gut zurechtkommen. Ledergebisse halten erfahrungsgemäß nur sehr kurz, weil sie im Prinzip dann durchgebissen werden. Nun haben wir natürlich nicht nur das Material, sondern auch die Form. Sie sehen hier oben links im Bild ein doppelt gebrochenes Gebiss mit einem Kupferanteil in der Mitte. Also man macht sich da ja viel Gedanken. Es ist ein sogenanntes Olivenkopfgebiss, wobei wir diese beiden Ringe sozusagen nicht durchlaufen haben, sondern fixiert haben mit einem Scharnier. Wenn dieses Scharnier neu ist, immer schön. Wenn es ausgeschlagen ist, können sich da ganz schnell scharfe Kanten bilden. In der Mitte das klassische einfach gebrochene Gebiss und im Prinzip unten dann die D-Trense mit einer doppelt gebrochenen Situation. Also Sie sehen schon Variationen von Biss, alles möglich. Und dann gibt es natürlich auch alle möglichen Hebelvarianten. Das heißt also oben die Dreiringtrense, die man im Grunde genommen auch als Hebel einsetzt, wobei man, wenn man den Zügel in den unteren Ring einschnallt und dann zieht, tatsächlich ein Aufziehen der Lefzen hat. Das ist immer so eine Sache, da muss man wirklich sehr, sehr gefühlvoll mit umgehen und es ist wirklich nur im Einzelfall auch wirklich eine Hilfe. Ich kann nur davor warnen. Das Schlimmere noch ist das Pferdebild in der Mitte. Sie sehen, das ist eine sogenannte Aufziehtrense. Bei Zug am Gebiss zieht sich sozusagen der Zügel, der mit dem Backenstück in Verbindung steht, das Gebiss nach oben. Und dadurch kriegen wir natürlich eine relativ starke mechanische Wirkung, vor allen Dingen auf die Maulwinkel. Eine in meinen Augen wirklich nur für den professionellen und wirklich für den gefühlvollen Reiter einsetzbare Methode, um wirklich ganz schwierige Pferde auch hantieren zu können. Eine Methode, die vor allen Dingen auch im Polosport relativ häufig eingesetzt wird, nach meinem Dafürhalten nicht unbedingt immer mit beim gefühlvollsten Reiten. Dann haben wir hier die verschiedenen Kunststoffgebisse, Kunststoff mit Metall, Kunststoff alleine. Es gibt da wirklich alle Variationen, die Sie sich denken können. Und wir haben natürlich, klar, das sind also die entsprechenden Kandarrenzäume. Und das sind die Situationen, wo dann eben über eine Kinnkette und über eine Hebelfunktion der Unterkiefer oder die Zunge auf den Unterkiefer gedrückt wird. Und damit im Prinzip auch, wenn man so will, ein gewisser, ich sag, Unwohlsein erzeugt wird. Denn das ist in dem Moment, wenn man die Kandare annimmt und man nimmt diese Bremswirkung dadurch auch initiiert, kommt es natürlich zu einem massiven Quetschen der Zunge auf den Unterkiefer. Gefühlvolle Reiter können das natürlich sehr dosiert und mit ganz feiner Hilfengebung auch sehr fein auf das Pferd transportieren. Gerade in der hohen Dressur wird das auch wirklich, ich sag mal, in vielen Fällen gut eingesetzt. Wir können aber, ich sag mal, mit solchen Hebeln natürlich auch viel Schindluder betreiben und das wird sicherlich auch gemacht, wo also der Hebel zu stark, zu massiv auch wirklich zum Schaden des Pferdes eingesetzt wird. Und wenn man also dann mit einer blutenden Zunge oder mit einer Quetschung in der sogenannten Kinnkettengrube endet, dann ist das mit Sicherheit vollkommen falsch eingesetzt. Wir haben viele gebisslose Möglichkeiten. Sie sehen oben das Heckermoor, das heißt also, hier gibt es überhaupt kein Gebiss im Maul des Pferdes. Das Pferd wird im Prinzip dirigiert über die Kompression des Oberkiefers auf den Unterkiefer und durch die Hebelwirkung kommt es dann zu der Wirkung, die man eben beim festen Anschnallen des Reithalfters auch ausübt, ein Druck, ein Quetschen dieser Nerven, auch vor allen Dingen auf dem Oberkiefer und dadurch durch eine deutliche Reaktion des Pferdes. Das Rechts-Links-Reiten, das Lenken des Pferdes mit einem Heckermoor ist deutlich schwieriger als mit dem Gebiss, also man muss da doch, ich sage mal, gewisse Einschränkungen haben, aber es ist schon so, dass also Pferde mit einem empfindlichen Maul, mit einer Verletzung im Maul, dann eben mit einem Heckermoor doch ganz gut zu handeln sind. Unten nochmal ein Steigeisen, nichts, was wir zum Reiten nehmen sollten, sondern das nehmen wir vor allen Dingen bei den Hengsten, wenn wir sie im Prinzip ab und absamen möchten, wo man doch, ich sag mal, ein bisschen Gewalt braucht, weil so ein Hengst mit seinen 600 Kilo, wenn er dann ein Phantom sieht und weiß, was jetzt kommt, natürlich dann häufig auch sehr schwer sonst zu handeln ist. Also ein gewisser Selbstschutz spielt da schon auch eine Rolle.
Ich habe Ihnen jetzt hier noch mal so ein bisschen was mitgebracht, wovon ich denke, dass es eine deutliche Verbesserung der Situation ist. Also alles, was Polstermaterial unterhalb, vor allen Dingen der Unterkiefersituation ist. Sie sehen das hier rechts im Bild, halte ich für sinnvoll. Meistens ist der Oberkiefer schön abgepolstert, sieht ja auch schön aus, auch mit Leder unterlegt, der Unterkieferfixation gar nicht, wobei da die Druckpunkte am Unterkiefer deutlich höher sind, denn der Unterkiefer ist schmaler und punktuell wird dort auch mehr Druck ausgefügt auf die entsprechende Situation als am Oberkiefer. Also polstern Sie sowohl oben, aber vor allen Dingen auch im unteren Bereich am Unterkiefer. Wir können auch alles Mögliche noch polstern, das heißt also seitlich das Durchziehen des Gebisses durchs Maul, durch diese Ringe verhindern. Im Einzelfall beim jungen Pferd vielleicht ganz sinnvoll, weil wir da versuchen auch mit dem seitlichen Führen des Gebisses das Pferd so ein bisschen zu lenken. Dann haben Sie in der Mitte einen Gummi, Löffel sozusagen, der ist dafür da, dass man ein Zungenstrecken beim Pferd verhindert. Nun müssen wir natürlich fairerweise sagen, dass das Zungenstrecken häufig eine Folge von schlechtem Reiten ist. Das ist so. Ja, das ist auch kein Geheimnis. Das heißt also, der harte, feste Reiter, der also immer wieder auf die Zunge einwirkt und die Zunge sozusagen malträtiert, da versucht das Pferd, sich diesem Druck zu entziehen und die Zunge rauszustrecken. Und wenn das Pferd das einmal gemacht hat, ist es natürlich für den vielleicht sehr viel weicher reitenden und gefühlvoller reitenden Reiter danach sehr schwer, diese Unart wieder zu neutralisieren. Und ganz rechts im Bild ist ein sogenannter Kindkettenschutz. Das heißt also eine gummierte, manchmal auch Leder oder Kunststoff ausgeführte Schutzmembran, die zwischen der Kindkette und dem Pferd sozusagen angebracht wird. Ich habe versprochen, und das war eine Meinung auch von Ihnen als Zuhörer, das Ganze so ein bisschen zu komprimieren und in so ein bisschen in den Stundenrahmen wieder hineinzubekommen. Ich bin manchmal auch in meiner Euphorie etwas ausgiebiger oder ausführlicher in meinen Ausführungen. Ich bitte das zu entschuldigen, habe aber versucht, heute in meinem Rahmen zu bleiben. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, es ist mir gelungen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass alle so einigermaßen glücklich sind mit den Erklärungen, die ich gemacht habe, und freue mich aber natürlich als auf die Fragen, die da sicherlich gestellt wurden. Erstmal kriegen Sie ein riesengroßes Applaus für Ihr Timing, Herr Dr. Krehling, und natürlich auch für in der Zeit einfach die profunden Informationen, die Sie uns gegeben haben. Es sind natürlich ein paar Fragen offen geblieben, die wir natürlich versuchen jetzt in der uns gegebenen Zeit so schnell und so präzise, wie es geht, zu beantworten. Eine Frage, die sich auch an das Thema der Gebissmaterialien angeschlossen hatte, war die Frage nach Titan. Einige arbeiten bereits mit Titan, haben da gute Erfahrungen gemacht. Wie ist da Ihre Einschätzung dazu? Ja, also Titan hat natürlich den Effekt, einer hochqualitativen Substanz zu sein. Das ist auch gar keine Frage. Titan ist natürlich sehr abriebstark. Ich habe den Eindruck, dass die Pferde mit Titan nicht so glücklich sind. Da gibt es andere Meinungen dazu, aber rein von der Physik, rein von diesen entsprechenden Voraussetzungen, die ich Ihnen eben erklärt habe, da mit dem entsprechenden Kupfer und natürlich auch mit den Kupferlegierungen und auch mit dem Eisen und auch Leder natürlich, hat das für mich jetzt im Moment keinen Vorteil. Ja, ich weiß aber, dass natürlich Titan auf dem Markt ist. Ich weiß, dass Titan auch genutzt wird. Titan ist relativ leicht, hat natürlich ein angenehmes Gewicht. Ich persönlich habe ich sag mal, Erfahrung gemacht, und da sind mehrere Profireiter auch meiner Meinung, dass also ein Eisen nicht zwanghaft leicht sein muss, sondern ein gewisses Grundgewicht im Maul des Pferdes gibt auch den Pferden ein gewisses Wohlgefühl. Es gibt ja auch Edelstahlgebisse, die extra leicht sind, weil sie hohl sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Pferde mit diesem Gebiss eher rumspielen und so gar keine, ich sag mal, gleichmäßige Verbindung bekommen, auch das Gebiss nicht so ruhig im Maul liegt wie ein Vollmaterial. Also insofern ist Titan für mich zumindest mal nicht zwingend ein Material, was ich unbedingt brauche. Eine weitere Frage kam nach dem Material Kaugan, was von einigen Anbietern ja auch angeboten wird. Es soll hier, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, auch eine Aurigan-ähnliche Zusammenstellung sein. Genau, also das Aurigan ist ja im Prinzip von der Firma Sprenger entwickelt. Kaugan, könnte ich mir vorstellen, ist im Prinzip so ein bisschen in die Richtung auch nachentwickelt worden. Ich habe keine Erfahrung mit Kaugan.
Okay. Kommen wir zu weiteren Fragen. Ich sehe gerade, Viola schreibt gerade Pro und Contra von Knebeltrensen, Sperrriemen, gut Ja. oder schlecht? Also, eine Knebeltrense hört sich jetzt an, als ob man das Pferd knebelt. Es ist aber kein Knebeln des Pferdes, sondern das ist das Knebel, der rechts und links sozusagen das Durchrutschen durch das Maul verhindert. Wir haben diese Knebeltrense, oder wir setzen diese Knebeltrensen auch, wie gesagt, dann ein, so ähnlich wie die Ringe bei den jungen Pferden, um die Pferde nicht rumziehen zu müssen und dabei das Gebiss aus dem Maul zu ziehen, sondern um einen gewissen Gegendruck auf der gegenüberliegenden Seite zu haben. Also wenn ich den rechten Zügel annehme, gibt es gleichzeitig über den Knebel einen relativ langen, starren Hebel an der gegenüberliegenden Seite, so ein bisschen einen seitlichen Druck, um das Pferd tatsächlich um die Kurve lenken zu können. Speziell, wie gesagt, beim jungen Pferd eingesetzt. Das ist im Grunde genommen nichts, was dem Pferd wehtut. Es sei denn, man übertreibt diesen Effekt natürlich, zieht zu stark und man klemmt sozusagen den oder schiebt den Kebel oder den Knebel dieses gegenüberliegenden Teiles zu stark an die Backenfläche heran und quetscht damit die Maulschleimhaut ein. Das ist natürlich nicht das Ziel einer Knebeltrense. Aber die Knebeltrense als solche ist in der Hand eines erfahrenen Reiters sicherlich ein gutes Hilfsmittel. Dann war die zweite Noch, Frage noch. zum Thema nochmal Sperrriemen kam auch eine Frage von Graulgaragen. Ist es ratsam, einen Sperrriemen zu nehmen und hat der auch aktiv Einfluss auf den Kaumuskel? Also im Grunde genommen mit Sperrriemen meint er wahrscheinlich den Pullerriemen, den zusätzlichen Riemen bei einer kombinierten Trense. Für mich ist das mehr Kosmetik. Also Sie können mir da eine kombinierte Trense nur mit dem englischen Reiterhalfter genauso gut kombinieren. Es gibt Reiter, die haben den Eindruck, dass mit einem Sperrriemen das Maul bei einem übereifrigen Pferd, was also sehr viel mit dem Gebiss spielt, etwas ruhiger ist. Aber ich glaube eher, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Sperrriemen in den meisten Fällen eher kosmetisch genutzt wird. Okay. Wir haben auch noch Fragen, unter anderem von Nora, zum Zusammenhang zwischen Kiefergelenk und Rückentätigkeit, Herr Dr. Krehling. Das ist natürlich jetzt schon, geht relativ weit. Das heißt also im Grunde genommen, ich will es mal so formulieren, die Überschrift ist das zufriedene Pferd. Wenn ich ein Pferd habe, was also eine wirklich gute Aktivität im Maul hat und auch wirklich so schön sein, ich sag mal, Maulspiel auch entsprechend komfortabel nutzt, so ein Pferd ist natürlich zufriedener und ist natürlich auch eher zu motivieren, sich im Rücken und in seinem Ganzen besser zu bewegen. Also die Grundqualität ist dort besser. Ich glaube, es würde zu weit führen, wenn wir jetzt dieses ganze Thema anreißen. Aber für mich ist also das aktive Maul zumindest mal ein deutlicher Beweis dafür, dass das Pferd sich in toto relativ zufrieden bewegt und zufrieden ist und damit natürlich in der Regel auch sich auch im Rücken besser bewegt. Ein Pferd, was Rückenschmerz hat, kaut automatisch nicht unbedingt so aktiv in seinem Maul, weil einfach der Wohlfühlfaktor nicht so groß ist. Wir hatten zwischendurch ein paar Tonprobleme und vielleicht ergibt sich daraus auch der Grund der Frage von Sina. Sina hat nochmal, vielleicht auch, weil es einfach tonmäßig nicht ganz sauber rüberkam, die Frage nochmal gestellt, den Zusammenhang zwischen Zungengrund und Unterhaltsmuskeln. Das war ein Teil, den Sie erklärt hatten. Ich glaube, der war ein bisschen von einer kleinen Tonschwierigkeit verbunden. Wenn Sie es vielleicht in ganz kurzen Worten nochmal adressieren könnten. Also Zungengrund, ich sage mal die Zunge als solche, es hat eine Interaktion mit dem sogenannten Zungenstreckern. Die Zungenstrecker sind die Muskeln oder ein Teil der Muskeln, die den Unterhals formieren. Das heißt also, die entsprechende Reitweise oder die Rittigkeit eines Pferdes, bei der also im Grunde genommen viel Unterhals rausgestreckt wird, also diese Unterhalsmuskulatur, diese Zungenstreckermuskulatur sehr stark beansprucht wird, da kommt es dann häufig auch dazu, dass im Prinzip das Zungenspiel deutlich eingeschränkt ist. Aber sagen wir es mal einfach so. Also wir haben eine Interaktion zwischen der Zunge und der sogenannten Zungenstreckermuskulatur im Unterhalsbereich. Pferde also mit einer, ich sage mal, entspannten Situation, oberhalsbetonten Muskulatur, unterhalsentspannten Situation haben auch eine entsprechend ruhigere und etwas mehr in das Maul passende Zunge als umgekehrt.
Ich putze jetzt einfach die Fragen mal so, gerade weil sie noch ein paar reinkommen, so mal quer durch. Nina lässt übrigens fragen, wie denken Sie über Wanderreithalfter? Sie hat einen zahnlosen und ihre Schneidezähne fehlen bei ihm komplett. Ein Isländer ist das. Die Zunge hängt dabei fast immer raus. Sie hat eine Wanderreittrense, muss ich ganz gucken, mit einer Knebeltrense einfach gebrochen, mit langen Schenkeln. Da muss ich jetzt ein bisschen sagen, vielleicht können Sie sich da mehr drunter vorstellen. Muss ich etwas beachten durch die fehlenden Zähne des Pferdes? Also, die Schneidezähne des Pferdes würden mich in dem Zusammenhang nicht irritieren. Ich wäre insofern auch entspannt, wenn das Pferd die Zunge nach vorne rausfallen lässt. Das sieht zwar nicht schön aus, aber für mich ist es der bessere Weg, als wenn das Pferd, ich sag mal, als Reflex die Zunge zum Beispiel übers Gebiss ziehen würde. Also die Zunge nach vorne rausrutschen zu lassen. Wie gesagt, es sieht schon wirklich eigentümlich aus, wenn ein Pferd mit rausgestreckter Zunge auf einen zugeritten kommt. Das weiß ich, wie das ist. Das ist ja auch bei vielen Pferden, bei denen wir also Extraktionen der Schneidezähne durchführen aufgrund irgendwelcher Erkrankungen. Dann kommt es sehr schnell dazu, dass die Zunge nach vorn rausfällt. Wir haben dadurch aber mit Sicherheit keinen negativen Einfluss auf die Situation oder Interaktion Gebiss zu Zunge. Also da wäre ich sehr entspannt und das Pferd als Wanderreitpferd genutzt wird, ist auch die Beizäumung des Pferdes ja nicht so wie im Dressursport. Also von daher eine doppelte Entwarnung. Okay, eine Frage noch, die Sabine gerade gestellt hat, die nochmal zum Thema Ledergebiss kontra Metall eine Frage stellt. Beim Metallgebiss wird auch mit den vorderen Zehen geklappert, beim jungen Pferd mit dem Ledergebiss wird darauf herumgekaut. Wie lange soll eigentlich so eine Gewöhnung an das, oder wie lange dauert die Gewöhnung an ein Gebiss aus Ihrer Erfahrung heraus? Gibt es da vielleicht Erfahrungswerte, die Sie den Damen und Herren mitgeben können? Also im Grunde genommen, ich sagte Ihnen vorhin schon, es gibt Pferde, denen schnallen Sie das Gebiss, sogar das Edelstahlgebiss, was ja nach meinem Dafürhalten sehr unbequemes Gebiss fürs Pferd ist, rein und die haben überhaupt keine Gewöhnungsproblematik. Und andere sind ihr Leben lang immer empfindlich und mögen dieses Gebiss nicht. Das heißt also, die haben eine gewisse Aversion. Und wenn man, da muss man eben, alles dazwischen ist möglich. Also im Grunde genommen, ich würde ein Pferd versuchen, natürlich erstmal das Gebiss einfach mal einzulegen, zu gucken, wie kommt so ein Pferd damit zurecht. Gibt es eine gewisse Stabilisierung des Pferdes innerhalb der ersten paar Tage, was sicherlich okay ist, dann würde ich bei diesem Gebiss bleiben, ist es eben ein Gebiss, was dem Pferd nicht entgegenkommt, dann muss ich mir über alternativen Gedanken machen. Und da gibt es, wie gesagt, die verschiedenen Möglichkeiten, die wir ja aufgeführt haben. Aber es ist nicht so, dass ich sage, wir brauchen 10 Tage. Das gibt es nicht. Das kann ich mit Sicherheit nicht so sagen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie es auch im Vortrag erwähnt hatten. Eine Frage hier nochmal. Wo ist der Unterschied bei einer Schenkeltrense mit beweglichen Ringen oder mit festen Ringen? Also im Grunde genommen, die einen sind einfach, also in der Regel sind diese Schenkel ja nicht wirkliche Ringe. Ja, das sind ja Verlängerungsstrukturen. Manche sind eben starr, manche bewegen sich hin und her. Also im Grunde genommen, ich persönlich bin immer für die beweglichen, weil die eine gewisse Druckentlastung irgendwo nochmal geben können. Aber wie gesagt, auch da, wenn Sie ein feiner Reiter sind und ein Pferd haben, was im Prinzip grundsätzlich sich sehr ganz schön reiten lässt, können Sie genauso gut auch die starre Schenkeltrense nehmen. Oder Schenkelgebiss. So, okay. Ich gucke nämlich gerade noch mal so ein bisschen durch. Sabine hatte noch mal eine sehr spezifische Frage gestellt, die eigentlich in der Schlussfrage gipfelte. Ist gebisslos eine Alternative auf Dauer? Sie hat ein paar Aspekte ihres Pferdes genannt, mag kein Metallgebiss und so weiter und so fort. Aber ist gebisslos aus Ihrer Sicht heraus eine Alternative auf Dauer, Herr Dr. Die Kriechel? Frage ist zwei zu teilen. Das eine ist rein aus der biologischen Sicht eines Reiters, der sagt, ich möchte Spaß mit meinem Pferd haben. Da ist die gebisslose Zäumung mit Sicherheit eine Alternative. Das ist überhaupt gar keine Frage, weil mit der gebisslosen Zäumung bei einem sensiblen Pferd, was eben ein Problem mit dem Gebiss im Maul hat, sicherlich die bessere Version ist. Die Problematik ist natürlich dahingehend wieder eine andere, wenn Sie sagen, Sie wollen sportlich reiten, wollen in irgendeiner Form zum Beispiel Dressur springen, was auch immer reiten, da ist natürlich das Gebisslose zumindest bis zur Klasse M nicht vorgesehen. Das heißt also, da müssen Sie tatsächlich die vorgeschriebenen Gebisse nutzen und dann entsprechend, um dann entsprechend an diesen Wettkämpfen teilnehmen zu können. Das hat aber per se nicht unbedingt mit dem, ich sag mal, biologischen Effekten zu tun, die wir durch das Gebiss oder diese gebisslose Reiterei haben. Also im Grunde genommen, ich persönlich kenne auch viele
ja, nicht viele, aber einige Reiter, die zum Beispiel ganz ohne Trense reiten, nur mit einem Halsring reiten. Und das ist mit Sicherheit auch im Sinne des Pferdes. Diese Pferde sind sehr, sehr glücklich. Es sind Wanderreiter, die mit diesen Pferden auch tatsächlich über lange Strecken, ohne irgendetwas am Kopf zu haben, dann reiten können. Diese Pferde sind natürlich besonders gut auf den Reiter abgestimmt, reagieren sehr gut auf diese Hilfengebung. Das ist unter besonderen Umständen, wie gesagt, hochrittiges Pferd, zuverlässiges Pferd, guter Reiter, sicherlich sogar in dieser Form eine Alternative. Das war auch schon die Beantwortung eigentlich der Frage, die Nina hatte. Sie hat auch zum Thema Western-Trensen eine Frage gestellt. Ist das gerade bei dem Thema Gebissführung? Haben wir hier, ich glaube, das schon mal beantwortet. Aber Sabine lässt hier nochmal fragen. Muss ich ganz kurz, nee, das haben wir schon. Sina haben wir auch beantwortet. Ich muss nämlich gerade mal, weil noch ganz viele Fragen zum Schluss reingekommen sind. Und ich glaube, wir haben noch mal zu Materialien etwas gesehen. Und jetzt haben wir, ich glaube, von Laura noch die letzte Frage. Da muss ich ganz kurz mal gucken, wo ich die Laura denn habe. Ist es also meistens, Laura fragt, ist es immer empfehlenswert, einen Reithalfter zu benutzen, gerade bei dem Thema der vielen Westernzäumungen, Herr Doktor? Ja, also im Grunde genommen, die Westernzäumung ist ein bisschen spezieller, weil im Westernreiten der Kontakt oder der permanente Kontakt zwischen Reiter und Pferdemaul nicht gefordert ist. Das ist ja eine andere Philosophie. Das heißt also, gerade beim Westernreiten wird nicht ein permanenter Zug auf den Unterkiefer ausgeübt und damit im Endeffekt auch das Gebiss nicht sozusagen immer wieder in Richtung Reiter gezogen. Wir haben also hier nicht den Effekt, dass das Pferd permanent diesen Gegendruck sozusagen leisten muss. Insofern ist bei der Western-Trense sehr häufig eben kein Reithalfter da und auch nicht zwingend notwendig. Also insofern, ich bin eben, wenn ich über das Reiten und die Verschnallung des Reit der Trense gesprochen habe, natürlich im Wesentlichen von der englischen Trense ausgegangen und von der englischen Reitweise, die Western-Reitweise durch einen deutlich weniger starken Kontakt zwischen Reiterfaust und Pferdemaul ist natürlich ein bisschen anders zu bewerten. Das ist absolut richtig. Habe ich auch in meinem Vortrag, muss ich ehrlich gestehen, nicht entsprechend berücksichtigt. Aber ich lerne auch immer dazu. Eine ganz spezifische, und eigentlich sind nur noch zwei Fragen, muss ich mich ganz kurz orientieren. Eine Frage von Lo Joost. Wie stehen Sie zum ST-Zaum, also mit viel Ohrenfreiheit? Ja, also mir sagt der Name ST-Zaum ehrlicherweise im Moment nichts. Die Ohrenfreiheit, die halte ich für vernünftig. Das hatte ich im Vortrag ja schon gesagt, wenn es dem entspricht. Wie gesagt, ich habe keinen ST-Zaum jetzt geistig vor mir. Es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Versionen. Ich denke, ich kenne viele, aber sicherlich nicht alle. Aber Ohrenfreiheit ist ein sicherlich wichtiges Thema. Es gibt durchaus auch Pferde, die besonders sensibel sind im Bereich der Ohren, wo wir dann also, vielleicht ist das der ST-Zaum, dann tatsächlich eine besondere Ohrenfreiheit bekommen, indem nämlich der Stirnriemen und der Genickriemen sozusagen als eine Art O sozusagen fest verbunden sind und damit im Endeffekt die Beweglichkeit des Ohres in diesem stabilen Gerüst sozusagen maximal möglich ist. Und Pferde, die eine ganz besonders hohe Sensibilität haben, was diese Schnallung, Verschnallung der klassischen, der Trense angeht, haben damit einen deutlichen Komfort oder Verbesserung des Komforts. Ich persönlich halte alles, was zur Komfortverbesserung des Pferdes führt, für Sicherheit, mit Sicherheit für gut. Und diese Trense, die kenne ich von verschiedenen Reitern, mit die ich auch betreue, die mit haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, wir kommen fast zur Schlussfrage. Eine Frage von Laura. Wie ist die Meinung zum, jetzt muss ich ganz kurz genau gucken, zum McLaren Multibridle, insbesondere in Bezug auf die Druckverteilung? Ja, also es ist eine Philosophie. Also ich denke mal, das ist ja so eine, ich sag mal, Verteilung des Druckes, bei der man, ich sag mal, durch das Anziehen eine entsprechende Stärkung der Drucksituation bekommen kann. Ich persönlich halte das so ein ganz klein bisschen für eine Hilfskrücke,
Denn im Grunde genommen kann man mit einer ganz normalen Trense oder mit einer ganz normalen Hackamore-Situation, kann darüber was auch immer, den gleichen Effekt mit einer sehr gefühlvollen Hand ausüben. Also im Grunde genommen, die Fragestellung ist hier, wie gefühlvoll ist der Reiter? Und wenn der Reiter sagt, Menschenskinder, ich habe eben noch nicht diese Routine, dann kann ich damit sicherlich auch leben. Das ist auch so ein Zaum, von dem ich persönlich denke, wir bräuchten ihn nicht, wenn wir alle im Prinzip uns reiterlich immer wieder versuchen, in die richtige Richtung zu entwickeln. Ich weiß, das ist sehr kritisch, aber so ist meine Meinung dazu. Eine Frage, die wir noch, das ist vielleicht auch wirklich als abschließende Frage. Susanne Ziel sagt, gibt es vielleicht ein Buch oder eine Literaturempfehlung, wo die unterschiedlichsten Zäumungen und Gebisse erklärt werden? Wie wirken sie? Wo wirken sie? Für welches Pferd oder welches Problem ist diese Zäumung für dieses Gebiss besonders sinnvoll? Gibt es so etwas, was Sie uns so spontan empfehlen können? Wo sollen wir hingehen, um uns noch weitere Informationen zu holen? Ja, also im Grunde genommen eine spezielle Trensenbuch kenne ich nicht. Ja, also zumindest nicht so, dass es mir jetzt bekannt wäre. Aber ich sage mal, die Reitlehrebücher beinhalten natürlich immer auch die Verwendung von Trensen, die Verschnallung von Trensen und so weiter. Und da sind die klassischen Reitlehrebücher auch im Prinzip Reiten und Fahren von der FN, die man durchaus nehmen kann. Das sind sicherlich keine modernen Bücher, aber das, was da drin steht, sind wirklich gut durchdachte und über viele Jahrzehnte hinweg wirklich mit Erfahrung gespickte Bücher, die diese Basics mit Sicherheit gut rüberbringen. Also das wäre meine Empfehlung, Reiten und Fahren, ich glaube es ist Band 4, der da in Frage käme, wo wirklich auch die Ausrüstung des Pferdes mit aufgeführt ist. Ja, wir sind eigentlich fast durch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was für Sie nochmal außergewöhnlich wichtig ist, wir haben natürlich die Webinare, die bereits aufgezeichnet wurden, im YouTube-Kanal für Sie zur Verfügung gestellt. Es würde uns natürlich unheimlich freuen, wenn Sie sich dieses Wissen da noch einmal holen, vielleicht nochmal anschauen, nochmal stoppen, nachlesen, auch mit Literatur ein bisschen anreichern können. Und wenn Sie dann natürlich einfach im Pferdenetzwerk, in der Pferdeconnection teilen und einfach auch ein bisschen dafür positiv Werbung machen würden, dass wir hier, ich sag mal, einen hervorragenden Service und einen hervorragenden Experten mit Herrn Dr. Krehling haben. Und wie sagt man so schön, empfehlen Sie uns weiter, das kann ja niemals schaden. Herr Puscher, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Vielen Dank.